Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute sind wir mal bei Snowguard unterwegs, PC, TV und Electronics, und zwar mit dem Ultra Gaming i7-11700KF, das sind nur technische Daten, für 1679,90 Euro und dem Ultra Gaming R9-5900X, blablabla, für 3999,90 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuerst wie immer das Bild. Das Bild scheint hier absolut kein Fake zu sein. Das Gehäuse stimmt, die Wasserkühlung stimmt, das Board kann gut sein, dass es stimmt. Die Grafikkarte wird auch einigermaßen passen. Also das ist soweit in Ordnung. Und was ich auch hier sehr gut finde, hier ist alles schön aufgeschlüsselt. Das heißt, dementsprechend konnte ich auch gut eine Geizhalsliste machen. Wir sind relativ genau, was die Teile angeht. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch. Das Gehäuse ist ein MIDI Tower Cooler Master Masterbox TD500 Mesh ARGB White Edition mit Glasfenster. Das sieht an und für sich gar nicht mal so schlecht aus. Also mir persönlich gefällt es optisch. Es ist natürlich weiß, ist nicht jedermanns Sache, aber es gibt auch viele, die ein weißes System haben wollen. Hier sind aber nicht so viele weiße Komponenten verbaut. Also es ist ein weißes Case mit schwarzen Innenleben, was auch nicht schlimm ist. Ich habe auch das CA300H in weiß und da ist auch alles schwarz und von daher passt das schon. Das hat eine Mesh-Front, hat vorne drei RGB-Lüfter, hier ein paar Akzente in der Seitenscheibe. Kabelmanagement technisch ist jetzt nicht so viel los, aber in der Preisklasse ist das noch in Ordnung. Wie gesagt, es bringt drei RGB-Lüfter in der Front mit und sogar noch einen hinten. Das heißt, der Airflow ist auch gegeben, vor allen Dingen wegen der Mesh-Front. Ich hatte das Gehäuse nie auf dem Schirm. Also ich finde es aber optisch echt ansprechend schon. Und das kostet 109,99 € bei Amazon. Das Netzteil ist ein 730 Watt Thermaltake Smart SE ATX Teilmodular. 730 Watt reichen für das System natürlich aus. Es ist auch modular, was auch okay ist. Es hat aber nur, sag ich mal, 3 Jahre Garantie und hat keine Gold-, Bronze-, Platinum-Zertifizierung, was auch immer. Finde ich ein bisschen schade. Es ist natürlich relativ günstig mit seinen 53 Euro für 730 Watt, aber 730 ist auch irgendwie ein komischer Wert, ne? Ich kenne immer nur so 50er Steps, aber bei Thermaltake, die haben das öfters so, auch die Berlin-Netzteile oder Hamburg und wie sie heißen, die haben alle ganz komische Zahlen. Wie gesagt, es reicht für das System aus, ich hätte vielleicht ein anderes besser gefunden, was zumindest irgendwie eine Bronze-Zertifizierung hat oder Gold oder ähnliches, aber wie gesagt, für das System passt es soweit. Und das kostet 53,28 € bei Galaxus. Das Mainboard ist ein Gigabyte B560HD3. Ist immerhin ein ATX-Mainboard. Es gibt ja auch viele Hersteller, die selbst bei dem Preispunkt noch Micro-ATX verbauen. Es ist natürlich nicht das beste Board, also ist wirklich in die günstige Kiste reingegriffen. Das hat hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler. Das finde ich ein bisschen schade. Das geht immer auf die Haltbarkeit. 4 RAM-Bänke, dann könnt ihr später noch erweitern. Hier kann die Grafikkarte verbaut werden. Hier könnt ihr leider nicht mehr erweitern, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Hier unten könnt ihr noch zum Beispiel eine Capture-Card oder WLAN-Karte oder ähnliches einbauen. Hier kommt eine SSD rein und hier könnt ihr auch noch eine weitere verbauen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, HDMI und DisplayPort könnt ihr bei dem Rechner sowieso nicht benutzen, weil es ein KF-Prozessor ist und F bedeutet immer, dass der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr zieht das Bild dann über die Grafikkarte. 2x USB 2.0, das sind diese Anschlüsse, die auch noch für Grafik zuständig sind, könnt ihr auch nicht benutzen. Und PS-2-Anschluss haben wir auch noch mit dabei, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil ihr alles über USB anschließt. Es ist halt ein sehr günstiges Board, ich hätte ein anderes genommen, in der Preisklasse geht es auch schon etwas besser, aber gut, für das System reicht es erstmal aus. Und das kostet 107,89 € bei Mindfactory. Als Prozessor bekommen wir einen Intel Core i7-11700KF. Es ist ein K-Prozessor, das Board ist aber nicht zum Übertakten geeignet. B560, da könnt ihr nur den RAM quasi übertakten, wenn man so will, den Prozessor an sich nicht. Das F-Suffix, wie gesagt, steht dafür, keine integrierte Grafikeinheit, ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 95 bis 125 Watt und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Damit könnt ihr zocken, damit könnt ihr streamen, das ist auch kein Problem. Aber wie gesagt, übertakten fällt raus, wollen die meisten sowieso nicht. Aber ich sag's extra nochmal dabei, falls sich jemand die Frage stellt. Und vor allen Dingen ist das halt schon ein etwas älterer Prozessor. Wir sind in der 12.000er Generation, hier ist nur ein 11.000er drin. Ihr bekommt in der Preisklasse auch schon die 12.000er, könnt hinterher dann sogar noch den Prozessor upgraden, wenn ihr das wollt. Aber das macht den Prozessor dadurch ja jetzt nicht schlecht. Das ist noch legitim, dass man jetzt, sage ich mal, einen ein Jahr alten Prozessor noch verbaut. Das sind teilweise Restbestände in den Lagern und so, ja okay. Und der kostet 307,93 € bei Mindfactory.
Dazu bekommt ihr noch eine Master Liquid ML360R RGB Wasserkühlung von Cooler Master. Die habe ich persönlich noch nie verbaut, aber es ist eine 360er Wasserkühlung, für den Prozessor auf jeden Fall angemessen, der wird da auch nicht sonderlich warm durch und hält das System auch einigermaßen leise. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel eine riesen Wasserkühlung nehmt und die auf einen etwas schwächeren Prozessor packt, habt ihr immer diesen Vorteil, die ist dann nicht ganz so laut. Die hat noch RGB-Beleuchtung und so weiter mit dabei. Wie das sich mit der Pumpe verhält, ob die irgendwie Geräusch macht, kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, ich hatte sie noch nicht hier. Aber wie gesagt, für das System völlig ausreichend. Und die kostet 99,99 € bei Coolblue. Dann bekommen wir hier als Speicher 16 GB DDR4 RAM-Kit, 2x8 GB DDR4 3000. Kurze Erinnerung, der Prozessor, der verträgt auf jeden Fall 3200 MHz, wenn nicht sogar 3600 MHz RAM. Das ist dann ein bisschen schade. Und hier auf den Bildern sieht man auch, dass es der G-Scalar Aegis RAM ist. Das ist sehr, sehr günstiger RAM. 3000 MHz, wie gesagt, erfüllt nicht mal mehr die Spezifikation des Prozessors. Finde ich ein bisschen schade, dass sie es so gemacht haben. 16 GB ist noch legitim, Dual-Channel ist auch in Ordnung. Aber es ist halt so ein richtiger Budget-RAM. Da hätten sie zumindest die Ripjaws nehmen können oder vielleicht Corsair Vengeance LPX oder Crucial Ballistics oder so. Also das finde ich echt ein bisschen mager. Da hätten sie zumindest 3200er nehmen können. Aber naja, so ist es halt. Und der kostet 47,90 € bei SK Computer Alsdorf. Was die Festplatte angeht, bekommen wir eine 500 GB Samsung SSD 980 M.2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2600 MB die Sekunde. Das ist schon eine etwas bessere SSD. 500 GB ist in der Preisklasse sehr, sehr mager. Also ein Terabyte hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Bei meinen eigenen Vorstellungs-PCs, die jetzt 1000 € gekostet haben oder sagen wir mit Zusammenbau 1150 oder so, war auch schon eine 1 TB drin. Das finde ich echt ein bisschen schade. Also wie gesagt, qualitativ ist es okay, 500 GB ist zu wenig, definitiv. Allein Far Cry 6, habe ich letztes Mal in dem Video gezeigt, frisst einfach mal 200 GB auf so einer SSD. So, wenn ihr jetzt noch Windows drauf habt, installiert vielleicht noch Watch Dogs oder Red Dead Redemption oder GTA oder so, dann ist das schnell voll. Und die kostet 44,90 € bei Saturn. Was die Grafikkarte angeht, bekommen wir eine 8 GB Nvidia GeForce RTX 3070 OC LHR. Jetzt wisst ihr natürlich nicht genau, was ihr bekommt. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Gigabyte-Karte, die ist so preislich einigermaßen im Schnitt. Das ist natürlich schon eine gute Grafikkarte, danach kommen noch einige. Ich brauche es nicht immer aufzählen, also 3070 Ti, 3080 und was dann nicht alles kommt. FPS Test dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, finde ich für das System auf jeden Fall angemessen in dieser Preisklasse. Und die kostet 634 € bei Mindfactory. Das hier ist nur Sound, das ist auf dem Board integriert, die Schnittstellen ebenfalls, Monitoranschlüsse ist der Grafikkarte geschuldet, Zubehör, Handbuch, Software, Treiber, Stromkabel. Stromkabel ist mit dabei. Auch nicht selbstverständlich. Also die Joy-IT-Dinger von Netto zum Beispiel haben eine Zeit lang die Netzkabel nicht mitgeliefert. Dann kriegt ihr einen PC nach Hause, habt kein Stromkabel, ist auch scheiße. Lizenz Windows 11 Professional 64-Bit. Das ist natürlich für die Prozessorgeneration noch angemessen, finde ich persönlich auch besser immer noch als Windows 11. Windows 11 macht bei mir mittlerweile auch Probleme, zum Beispiel Spotify kackt die ganze Zeit ab und ich weiß nicht warum, ist ein frisches System, aber kann auch an was anderem liegen. Ich wollte es nur gesagt haben, die Probleme hatte ich mit Windows 10 nicht. Aber ist cool, dass es dabei ist, auf jeden Fall hier Windows 10. Das könnt ihr hinterher sogar noch optional upgraden auf Windows 11, wenn ihr das wollt. Und das kostet 36,62 € bei IT Hardpulse. Besonderheiten, die VACU, die hatten wir eben schon, Kabelmanagement, ja, Staubfilter ist dem Gehäuse geschuldet, LED-Steuerung auch, beleuchtete Lüfter auch, großes Glasfenster ist klar mit dabei. Hier haben wir aber noch eine Gigabyte GCWBAX200 WLAN-Karte. Das heißt, einer der Erweiterungsslots auf dem Mainboard wird hier auch schon verwendet. Das ist das, was ich immer sage, eine WLAN-Karte, eine Capture-Karte, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr haben wollt. Einer davon ist belegt mit dieser WLAN-Karte. Ist schon der aktuellste Standard, ACAX, Bluetooth auch aktuellster Standard, ist eine gute Karte, warum nicht? Und die kostet 42,07 € bei Mindfactory. Ansonsten Angebotspreis ohne Monitor, Tastatur und Maus, leiser Betrieb bei hoher Rechenleistung, ja, von mir aus. Und dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die WLAN-Karte, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1484,57 €, das System soll kosten, 1679,90 €. Das ist jetzt nicht die Abzocke schlechthin. Es ist etwas über 200 € fürs Zusammenbauen. Ja, das ist okay. Sie gehen natürlich auf eine ältere Intel-Generation. Der Prozessor ist nicht schlecht, aber ist halt, ja, veraltet kann man nicht sagen. Er ist halt älter. Wir sind in der 12000er-Reihe. Das Mainboard ist so ein Billo-Mainboard. Der RAM gefällt mir auch nicht. Eine 500 GB SSD ist auch sehr, sehr wenig in meinen Augen. Ich würde das System jetzt so nicht bestellen. Dann schauen wir uns jetzt noch den zweiten an. Das ist der Ultra Gaming R95900X blablabla für 3999,90 €. Auch hier, das Bild scheint nicht sonderlich fake zu sein. Bei einigen Sachen steht halt nichts dabei. Dann habe ich mich an den Bildern orientiert, habe die in den Warenkorb geschmissen. Das Gehäuse, MIDI Tower Asus ROG Strix Helios Window Black Edition. Ich mag dieses Gehäuse.
Ich mag es optisch. Technisch steht es auf einem anderen Blatt. Der Airflow ist nicht so krass gegeben in dem Case, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Custom-Wasserkühlung oder so nehmt, dann könnt ihr das auf jeden Fall gut verwenden. Es ist auch ein riesiges Case, es ist nicht gerade klein. Finde ich cool, dass sie es verbauen. Aber wie gesagt, Airflow-technisch soll es nicht ganz so geil sein. Bringt auch noch drei Lüfter in der Front, 140 mm RGB beleuchtet mit und einen hinten. Ja, man könnte meinen, das würde ausreichen, aber die Front ist halt geschlossen, ne? Ihr habt hier halt einfach nur hier oben so einen Schlitz und hier unten und dahinter ist noch dieses Mesh. Also was heißt Mesh? Da ist quasi ein Filter hinter, ja, dass der ganze Staub nicht ins Gehäuse fliegt. Und dahinter sitzen die Lüfter. Finde ich ein bisschen schwierig. Und das kostet 277,90 € bei hiq24.de. Das Netzteil ist ein 1200 Enermax Rio Toro Builder Edition ATX 2.4 Vollmodular. Alter, hatte ich noch nie in der Hand. Keine Ahnung, was das für ein Netzteil ist. Es sind 1200 Watt. Das reicht auf jeden Fall fürs System. Das hat 5 Jahre Garantie immerhin, hat eine Herstellerangabe von 90% Effizienz. Es ist vollmodular, ja okay. Derzeit gibt es dafür aber leider keine Angebote, deswegen müssen wir eine Alternative nehmen. Und nur damit ihr mal eine Preisvorstellung habt, wir liegen hier, also der letzte Preis war hier irgendwo bei, sag ich mal, 180-190 €. Damit wir da ungefähr einen Preispunkt treffen, nehmen wir das Be Quiet Straight Power 11 Platinum 1200 Watt. Das hat auch 5 Jahre Garantie, ist Platinum zertifiziert und vollmodular und kostet halt 193 €. Passt einigermaßen mit der Liste eben. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix X570-E Gaming. Also das ist ein Mainboard, das gefällt mir sehr, sehr gut. X570-Chipsatz ist der aktuellste, den ihr hier so kriegen könnt bei AMD. Klar, wenn AMD die neue Prozessorgeneration rausbringt, ist es nicht mehr so das aktuellste, aber das ist echt ein gutes Board. Hat hier RGB-Beleuchtung, gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt der Prozessor rein, klar, hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot könnt ihr eventuell nicht mehr benutzen, weil der eben von der Grafikkarte überdeckt wird. Hier unten, wie gesagt, Capture-Card, WLAN-Card oder ähnliches könnt ihr einbauen. Hier eine SSD, hier kann auch noch eine SSD rein. Das ist echt ein vernünftiges Board, hat auch ordentlich Anschlüsse für RGB und so weiter. Was die Anschlüsse auf der Rückseite angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth. Dann haben wir 2 Netzwerkanschlüsse. Wir haben 7x USB 3.1. Ja, ich konnte es auch nicht glauben, aber ich habe es nachgelesen. 7x USB 3.1, USB Typ C. Ein Flash-BIOS-Button, da könnt ihr einfach nur das BIOS flashen über USB, deswegen ist der hier auch so eingekreist, steckt da einen Stick rein, drückt den Knopf. Auf dem USB-Stick muss natürlich das BIOS hinterlegt sein, dann könnt ihr es darüber updaten, auch ohne Prozessor geht das dann. Teilweise müsst ihr nämlich sonst einen Prozessor noch einsetzen, der aus einer älteren Generation ist, aber hier ist das völlig in Ordnung. Und Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, wegen dem Prozessor halt, ihr benutzt die Grafikkarte. Ist auf jeden Fall ein sehr vernünftiges Board und ist auch auf den Bildern so verzeichnet, deswegen denke ich, dass die Bilder schon legit sind. Und das kostet 366,05 € bei eTech.at. Natürlich hier auf Amazon in Deutschland kostet es 399 €. Wenn ihr möchtet, könnt ihr später noch irgendwie 30 € draufrechnen beim Warenkorb. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 5900X. Dazu bekommt ihr eine Snowguard Master Liquid ML 360 Mirror Wasserkühlung. Erstmal der Prozessor, der hat eine TDP von 105 Watt, 12 Kerne, 24 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Das ist fast der beste, den AMD im Moment zu bieten hat. Danach kommt noch der 5950X und zum Zocken der 5800X3D, der aber wiederum weniger Kerne hat. Also mit dem könnt ihr auf jeden Fall auch streamen, rendern, was auch immer ihr machen wollt. Ist echt ein guter Prozessor, jetzt aktuell noch. Das wird Ende des Jahres wieder anders aussehen, weil AMD ja dann wieder die neuen Prozessoren rausbringt. Aber im Moment ist es echt ein top aktueller Prozessor. Und der kostet 402 € bei Mindfactory. Dazu, wie gesagt, die Snowguard Master Liquid ML 360 Mirror Wasserkühlung. Das ist halt einfach eine 360er Wasserkühlung, die für den Prozessor auch super geeignet ist. Hat noch so einen Infinity Mirror auf dem Pumpenkopf. Ja, wem es gefällt, von mir aus, ist schon in Ordnung. Hatte ich leider selber auch noch nicht in der Hand, kann ich jetzt auch nicht testen deswegen. Und die kostet 99 € bei eBay. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 RAM, 2x8 GB DDR4, 3200 MHz. Hier haben sie drauf geachtet, hier haben wir 3200 MHz RAM, das passt natürlich auch zum Prozessor. Auf den Bildern ist es der G-Skill Trident Z RGB, das ist halt jetzt der RAM mit RGB-Beleuchtung, ist ein bisschen besser noch als die Ripjaws zum Beispiel. 16 GB in der Preisklasse ist natürlich Bullshit, weil es ist ein 4000 € System, da gehören mindestens 32 GB, wenn nicht sogar 64 rein. Finde ich sehr, sehr schade. Klar, designtechnisch sieht er gut aus, aber bringt euch halt nicht so viel mehr Leistung, nur weil er RGB beleuchtet ist. Viele sagen, ihr kriegt FPS-Booster. Ja, okay, von mir aus, macht was ihr wollt. Aber, wie gesagt, 16 GB ist sehr, sehr mager. Vor allen Dingen die 3200 MHz, die erfüllen die Spezifikation des Prozessors. 3600er wäre besser gewesen. Und er kostet 87,19 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Crucial P1 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Hier sind es 1 TB, was ich bei 4000 € aber auch zu wenig finde. Und es ist eine langsamere SSD als jetzt bei dem anderen PC.
Fürs Zocken ist es egal. Nur bei einem 4000-Euro-PC erwartet man halt schon, dass da irgendwie ein 970 Evo oder ein 980er von Samsung oder so drin ist. Finde ich sehr, sehr schade. Da haben sie auf jeden Fall wieder gespart. Und die kostet 104,39 Euro bei Amazon. Die Grafikkarte ist eine 24 GB Nvidia Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 OC. Das ist natürlich schon ein dicker Brummer. Danach kommt nur noch die 3090 Ti. Ich kann euch aber sagen, die 3090 ist quasi eine 3080 Ti mit mehr VRAM. Ihr könntet theoretisch auch eine 3080 Ti nehmen und ordentlich sparen. Dass es eine Asus ist, eine Strix vor allem, ist gut, hat ein gutes Kühldesign und so. Sieht auch geil aus mit der RGB-Beleuchtung und ähnliches. Hier wisst ihr auch, was ihr bekommt. Allerdings finde ich, eine 3090 ist immer so rausgeschmissenes Geld. Holt euch eine 3080 Ti, bezahlt da 300 Euro weniger für und dann seid ihr good to go. Aber ist schön, dass sie dabei ist. Ich will gar nicht meckern. Wie gesagt, 4000 Euro System, da kann man sowas erwarten. Da wird auch mal gerne Geld irgendwo verbrannt, wo es nicht sein muss. Ja, aber ist halt nice to have. FPS-Tests dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1479,98 Euro bei eBay. Falls jetzt jemand meckert, dass es wieder eBay ist, also erstmal ist das Okluge, der ist schon seit Ewigkeiten auf dem PC-Markt, den kenne ich von früher noch, da habe ich schon als kleines Stübchen immer bestellt. Das hier ist noch Equipper, da kostet es ein paar Euro mehr, irgendwie 5 Euro mehr. Da könnt von mir aus dann noch 5 Euro draufrechnen, aber Okluge ist halt schon legit. Der Sound ist natürlich dem Mainboard überlassen, genauso wie die Anschlüsse hier. Monitoranschlüsse ist auch klar, ist die Grafikkarte. Auch hier Handbuch, Software, Treiber, Stromkabel, Windows 10 Professional haben wir mit dabei. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Kostet 36,62 Euro bei T-Hardpulse. Besonderheiten, Aluminiumgehäuse, ja, hochwertige Wasserkühlung mit 360mm Radiator, haben wir auch schon drüber gesprochen, Kabelmanagement, Staubfilter, großes Sichtfenster aus Glas, als dem Gehäuse geschuldet, integrierte RGB-LED-Beleuchtung, klar, Grafikkartenhalterung, das ist nicht selbstverständlich, aber die 5 Euro habe ich jetzt nicht mit reingerechnet. Dann haben wir hier noch die 3x Cooler Master Sickle Flow 120 ARGB 120mm Silent Gehäuselüfter. Das sind die hier. Die werden sie wahrscheinlich auf die Wasserkühlung schrauben, weil die Wasserkühlung hat keine beleuchteten Luffys und der Pumpenkopf ist beleuchtet, sieht dann immer ein bisschen doof aus. Deswegen denke ich mal, dass sie die da drauf packen, das ist auch in Ordnung. Und die kosten 35,90 Euro bei eBay. WLAN ist natürlich jetzt hier in dem Fall keiner Karte geschuldet, sondern eben dem Mainboard, das bringt es direkt mit. Auch hier ohne Monitor, Tastatur und Maus, das ist klar, leiser Betrieb bei hoher Rechenleistung, das schreiben sie überall mit dabei. Benchmark-Ergebnis folgt, 3D Mark 11, ich immer... Ich finde das aber voll lustig, das steht bei allen Systemen und nirgendwo haben sie irgendwie einen Benchmark gemacht. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landet ihr bei einem Gesamtpreis von 2889,03 €. Das System soll kosten einfach mal 4K. Es ist unverständlich, dass man 1000 Euro Luft hat, und dann 16 GB RAM verbaut, eine 1 TB SSD, die jetzt auch nicht besonders schnell ist, ja, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und an solchen Komponenten halt einfach spart und sich dann 1000 Euro in die Tasche steckt. Klar, es muss noch zusammengebaut werden, lass es 800 Euro sein, die sich in die Tasche stecken, aber ich finde das nicht gut. Also lasst die Finger davon. Ich habe jetzt auch mal eine Art Alternative rausgesucht. Ja, es ist wieder Dubaro. Ich bin ein fauler Hund geworden. Ich gucke dann meistens bei Dubaro oder Krotus oder so, vielleicht auch bei Hardware Rat. Nur bei Hardware Rat findet ihr solche Systeme in der Regel nicht. Hier ist ein Gamer-PC Ryzen 9 5950X, also nochmal eine Stufe höher, mit einer 3090 Ti. Das ist nochmal eine Stufe höher, auch bei der Grafikkarte. Ihr bekommt hier 32 GB RAM, 3600 MHz, höhere Taktung, doppelt so viel RAM. Ihr bekommt eine 2 TB SSD, doppelt so viel Speicher. Für einfach mal 650 Euro weniger. Würde ich mir hart überlegen, ob ich dann den vielleicht kaufe oder den von Snowguard. Ich habe den hier jetzt auch nicht durch eine Geizhalsliste gejagt, aber rein von den Eckdaten, ihr habt ja auch eben die Preise der anderen Komponenten gesehen, hört sich das relativ gut an, weil wir bei Geizhals ja auch schon bei 3K gelandet sind. Und da waren schwächere Komponenten drin als hier und der kostet halt 3350. Ist aktuell runtergesetzt, ja gut, von mir aus, aber ja, warum soll man das andere nehmen, wenn man hier das für 650 weniger kriegt? Vor allen Dingen ist hier eine Corsair-Wasserkühlung drin, würde ich bevorzugen gegenüber der anderen. Ihr habt hier ein Gaming Pro Carbon Wi-Fi Board drin, X570, auch völlig in Ordnung. Die Kingston NV1 ist natürlich nicht sonderlich schnell, die ähnelt sich der anderen, ist aber halt doppelt so viel Speicher. Ein 1000 Watt BeQuiet Straight Power, was für das System auch noch ausreicht. Und das Gehäuse ist ein Corsair 5000D Airflow, da habt ihr auch Airflow. Bei dem anderen Case ist das nicht so krass gegeben wie jetzt bei dem Corsair zum Beispiel. Ich verlinke euch den auch in der Beschreibung. Ich glaube kaum, dass den jemand kaufen wird. Ich bekomme dafür auch nichts, wie gesagt. Aber lasst die Finger von diesen Systemen. Die sind beide nicht so geil. Der erste, das war jetzt keine Abzocke. Der hier mit 1000 Euro Aufschlag finde ich schon sehr, sehr krass. Und lasst es einfach sein. Lasst es einfach sein.
Falls ihr noch Fragen habt zu diesem System oder ähnliches, ich bin jetzt gleich live. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich live sein, vielleicht 10 Minuten später oder so. Ja, also wenn ihr fertig geguckt habt, soll es auf jeden Fall soweit sein. Würde mich freuen, wenn ihr eben reinschaut, zumindest mal ein Hallo sagt oder ein Follow da lasst. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.